worum geht es in dem Spiel, das ich da spiele? Um ein von Militärrobotern überlaufenes Schweden der 80er Jahre. Und ehrlich gesagt gibt es nicht mehr Story als das. Alle sind verschwunden und ich weiß nicht, wo sie sind. Und jetzt suche ich sie und laufe von Hinweis zu Hinweis und von Bunker zu Bunker auf der Suche nach Überlebenden und meiner Familie und so. Und währenddessen stellt sich raus, dass dieser Teenager, den wir hier spielen, aus irgendeinem Grund die perfekte Roboter-Killer-Maschine ist, die es mit dem gesamten schwedischen superautomatisierten Militär aufnimmt, die das menschliche Militär und Panzer und alles kaputt gemacht hat. Tja, so ist das eben. Das Spiel klingt lustig. Was kostet der Spaß? Da musst du gucken. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Vor allem dürfte das auf das System auch sehr unterschiedlich sein. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, das ist eher eigentlich auf 4-Spieler-Multiplayer ausgelegt und das merkt man. Man kann es allein gut spielen, aber da ist es schon ein bisschen inhaltsleer und ich glaube, dass das auf Dauer auch langweilig wird. Ich glaube, das wird ein bisschen monoton. Soweit bin ich noch nicht, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn das Spiel nicht noch irgendwie so ein paar Asse im Ärmel hat, und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dann wird das monoton mit der Zeit. Ich glaube, das ist auf lange Zeit eher was, dass man halt so abends gemütlich mit ein paar Freunden spielt, während man sich unterhält. Moment mal, habe ich die Waffe hier jetzt gefunden? Nee, irgendwie ist hier immer noch irgendwo eine Waffe. Ich muss mich besser umsehen. Aha, ihr seid gar keine Waffen. Ah, ha! Ich habe viel übersehen. Zum Beispiel knallrote Stiefel. Aha. Ich muss mich echt ein bisschen besser umschauen. Ja. Na gut, okay. Ich meine, die hat immerhin 2 Kronen, aber ja, brauchen wir jetzt auch nicht, glaube ich. Auf Steam Grad 8,74. Ja, das geht auf jeden Fall. Weil ein paar, einige Stunden kann man definitiv Spaß haben mit dem Spiel. Mit seinen Maschinengewehren und Schrotflinten irgendwelche Roboter kaputt schießen und so. Macht Spaß. Da kann man nichts sagen. Okay, wir könnten jetzt wieder zu unserer Kirche schnell reisen, was ich glaube ich auch mache. Und dann fahren wir mal ins nächste Gebiet, die Felder. Der Ackerland. Wie heißt es? Ackerlandregion heißt es wirklich, genau. Schnellreise. Die gefährlicheren Roboter sind schon in ein anderes Land ausgewandert. Ich meine, wer weiß, es gibt wirklich noch. Also ich habe schon einen großen Roboter, so einen großen Gorilla-Bot bekämpft und der war kein Spaß. Der war schon ziemlich hart und hat mich an die Grenzen meiner Ressourcen gebracht. Und es gibt noch eine Stufe drüber an Roboter. Vor denen habe ich jetzt schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber bei den kleinen Militärbots, den kleinen Hundebots und so, frage ich mich echt, was hat sich das schwedische Militär dabei gedacht, diese Schrotteimer zu entwickeln? Das sind im Grunde die Standardgegner im Spiel, sind im Grunde so die Big Dogs, die man kennt. Recyceln, recyceln, recyceln und nochmals recyceln. Warte mal, warum wird das immer wieder neu sortiert oder springt so komisch das Menü? Dich recyceln wir auch. Okay.
Gewicht ist noch in Ordnung. Da müssen wir noch nicht. Können wir noch eine gemütliche Expedition machen. Ich habe meinen Charakter am Anfang aber sehr ausgeglichen aufgebaut. Ich habe alles gleichmäßig verteilt und die übrigen Punkte dann auf Coolness, weil ich relativ viel schleichen wollte. Ah ja, ich mache schon einen sehr spezialisierten Charakter bei Cyberpunk. Ich habe das Gefühl, das ist schon sehr effektiv, wenn man sich auf was spezialisiert, weil man dann sehr schnell sehr mächtig wird. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die kann ich dafür nicht machen. Es gibt ein paar Türen, die kann ich nicht mit meinem Technikverständnis öffnen. Und hacken kann ich die auch nicht. Sondern da bräuchte ich einfach brachiale Kraft, um die zu öffnen. Und da habe ich halt nur 3. Da kann ich gar nichts machen damit quasi. Also ein paar Türen gibt es, die mir immer verschlossen bleiben werden in dem Spiel. Und das macht mich traurig. So, da lang. Ich bin so gut wie tot. Ich habe 5 HP. Wenn es jetzt irgendwie ein Roboter auf dem Weg nur böse anguckt, fallen wir sofort vom Rad. Wir sind wie in Mist, wie hieß es denn? Wie heißt es denn? Das Action-RPG mit isometrischer Kamera, mit Seraphim und Zwergen und Dämonen und Kampfmagier als Klasse. Und der Kampfmagier hat die Synchronstimme von Bruce Willis. Nee, Nicolas Cage. Und genau, Sacred, dankeschön. Wie in Sacred, wenn man da super hochlevelig ist. Braucht man dafür noch irgendein Artefakt? Ich bin mir nicht sicher. Aber wo dann die Gegner schon bei den niedrigleveligen Gegner, die eh keine Erfahrung mehr bringen, bei Blickkontakt tot umfallen. Das ist ziemlich cool. Wundert mich, dass das nicht jedes von diesen Hack-and-Slay-Action-RPGs in irgendeiner Form übernommen hat. Das macht auch voll Sinn. Also ist auch voll cool, komfortabel, dass man sich nicht immer mit so Kleinzeug rumschlagen muss. Naja, genau. So geht's mir, wenn mich ein Roboter sieht hier. Aber ich hätte noch ein bisschen Heilung. Essen wir mal 1, 2, 3 und 4. Ich muss auch zugeben, ich habe am Anfang die Heilung ein bisschen verschwendet, verschlungen, in mich reingestopft, wie sonst noch was, weil ich mir dachte, ich hab's ja. Genau, Sacred. Das wäre mir jetzt nie eingefallen. Ich stand komplett auf der Leitung. Wie so oft, wenn es um so Namen geht. Ich meine, ich habe in meinem Leben, glaube ich, mittlerweile ungelogen aber tausende von Spielen gespielt. Da wundert mich nicht, dass ich die Namen oft durcheinander bringe und mich nicht mehr erinnern kann. Vor allem, weil alle gleich heißen. Im Grunde. Es gibt so eine Handvoll von Namenkomponenten, die einfach immer wieder benutzt werden. Sowas wie Zero und Rise und so Sachen. Müsste man mal ein Experiment machen. Ich glaube, wenn man sich irgendwie 100 Wörter raussuchen darf, kann man damit schon eine Vielzahl von Videospieltiteln zusammensetzen. Die meisten wahrscheinlich. Vier Waffen gibt's hier. Warte mal. Bitte? Das klingt lohnenswert. Ah, das ist auch ein Bunker. Ein Chat. Können wir mit dem Chat rumfliegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Aber falls wir jetzt plötzlich mit dem Chat rumfliegen können und Dogfights in der Luft gegen Drohnen machen, nehme ich alles drüber zurück, was ich gerade gesagt habe, dass das Spiel eventuell bald langweilig werden könnte. Ich meine, das sieht noch gut erhalten aus, oder? Was spricht dagegen? Ich meine, wir haben keinerlei Ausbildung, wir haben nicht das nötige Equipment wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, wie man das Ding startet. Außerdem parkt ein Lastwagen, den ich nicht bewegen kann, direkt vor der Tür. Aber abgesehen davon spricht eigentlich nichts dagegen. Ich finde es aber schön, dass hier eine Fahrradwerkstatt neben dem Chat ist. Ja, ja. Jetzt gucke ich mich erstmal im Außenposten ein bisschen um, ob hier auch schon was Nützliches zu finden ist, bevor wir reingehen in die gute Stube.
Kommt eigentlich noch mal ein Fallout 4 Erkundungsstream? Ja, höchst wahrscheinlich. Ich muss jetzt erstmal die drei Locations, die wir erkundet haben, in Lore-Videos umwandeln. Und vorher habe ich schon gesagt, dass das aufwendiger ist, als ich dachte. Das sind sehr aufwendige Special-Videos, die aber, glaube ich, auch echt gut werden könnten. Und da will ich halt auch wirklich möglichst nichts auslassen. Aber wenn die drei abgearbeitet sind, dann spricht nichts dagegen, dass man weitermacht mit der Erkundung. Bis wir irgendwann in 5 Jahren oder 10 oder so alle Locations erkundet und in ausführlichen, tollen Lore-Videos ins Detail analysiert haben. Und dann kommt hoffentlich Fallout 5. Bis dahin könnte es sein. Fallout 76 haben wir theoretisch auch noch. Da könnte man das auch noch machen. Und natürlich auch die ganzen alten Fallouts. Also da gäbe es theoretisch genug Material für so eine Reihe. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass da noch so ein Stream kommt, aber wahrscheinlich erst irgendwann, weiß ich jetzt nicht, im Februar oder so. Oder vielleicht auch schon Ende Januar, keine Ahnung. Mal gucken. Rise of the Zero Empire, genau. Da steckt dann schon sehr viel drin. Glaube ich. Oh, ich höre. Ich habe gerade so dumpfes Bumpern gehört, sagt man im Bayerischen. Ich finde das ein schönes Wort, Bumpern. Das hat so einen schönen Wortklang. Also wie nennt man das, wenn das Wort vom Klang her schon aussagt, was es beschreibt? Da gibt es einen Ausdruck dafür. Und das hat das Wort. Auch wenn man nicht weiß, was Bumpern bedeutet, ist es schon so ein... Das hört sich schon so an nach Knallen oder Krachen, so Bumpern. Bumpern halt. Finde ich. Zumindest. Da bumpert. Da hat wer bumpert. Ach. Bayerisch ist lustig. Ah, ich wollte gerade. Ich habe mir gerade gedacht, wow, was ist denn da für Loot in der Kiste? Das ist unsere Vorratskiste. Hey, ist das jetzt schon ein Versteck? Ach was, das ist ein Außenposten. Hier können wir wohnen, oder wie? Aha, okay, cool. Why not? Schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Eine Kassette. Ein Collectible scheinbar nur. Okay. Ich habe eine von 4 Waffen hier gefunden. Wie zur Hölle? Wo zur Hölle sollen hier noch 3 Waffen versteckt sein? Wo? Vielleicht irgendwo unter der Decke. Durch den Boden geglitscht. Bar Bros. Waffen, Waffen, Waffen. Bitte, ich haben will. Wäre ziemlich gut. Hey, Abraxe, dankeschön für den Bitregen. Und was für ein Bitregen. Wow, dankeschön. Cool. Kommen jetzt da, weil das sind auch viele 50er-Bit-Herzchen dabei. Kommen da jetzt einige schwere noch dazu? Nee, die waren alle leicht. Ich verstehe die Regeln nicht von diesem Glas. Aber dankeschön. Ich verstehe aber die Regeln wirklich nicht von diesem Spendenglas. Wann werden die schwer und einzeln und wann nicht? Ich dachte immer, das ist immer bei 100, aber ich meine, ich habe auch schon
Bits gesehen, die weniger als 100 waren. Ach, du schreibst auch ab 100 wird das Glas gesprengt. Na gut, kann sein. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Ich dachte, ich habe auch schon Spenden gesehen, also Bitbeträge gesehen, die unter 100 waren, die trotzdem Bomben waren. Aber vielleicht stimmt's nicht. Und was ist, wenn man dann 102 macht oder so? Dann kommt auch nur einer, oder? Kompliziert. Ist eine eigene Wissenschaft mit diesen Bits. Hey, wartet mal, ich gehe hier noch nicht weg. Ich gehe hier nicht weg, bevor wir nicht die fehlenden Waffen gefunden haben. Weil es gibt Waffen in verschiedenen Qualitätsstufen. Und die Waffen, die wir jetzt schon haben, könnten wir theoretisch auch in 2, 3, 4, 5 Sternen finden. Und das wäre gut. Also höchstwahrscheinlich finden wir hier noch keine 5-Sterne-Waffen. Aber, ah ja, eine haben wir. Wie heißt es? Algenstrudel? Alpenstrudel? Irgendwie so ähnlich heißt die Waffe. Ich glaube, ich bin schon an sehr vielen Waffen vorbeigelaufen, weil ich die einfach nicht finde. Weil die einfach so mit der Umgebung verschmelzen, teilweise. Die werden auch gar nicht großartig hervorgehoben, so wie Loot-Container. Die findet man noch leichter. Genau, die Waffen stehen einfach immer irgendwo im Eck. Ich nehme die manchmal gar nicht richtig wahr. Ich halte immer nach den Containern Ausschau. Aber denk gar nicht dran, dass die Waffen auch einfach hier rumliegen oder stehen in dieser Welt. Immer. Dauernd. So, eine müsste noch irgendwo sein. Aber wenn wir die jetzt nicht finden, ist es mir auch egal. So dringend, es gibt genug Waffen hier. Schauen wir mal, was wir da gefunden haben und ob wir die brauchen, beziehungsweise ob wir die gleich recyceln. So, dann. Ach so, warte. Ja. Okay. Müll. So ziemlich, glaube ich. Ja. Das ist im Grunde unser Gewehr in schlechter. Die Alkstruzare. Und das ist unsere wirklich in schlechter. Ich meine, die macht ein bisschen mehr Schaden. Aber dafür hat sie ein bisschen schlechtere Handhabung. Im Grunde, bei so einem Scharfschützengewehr, hätte ich schon gern so viel Schaden pro Schuss wie möglich. Aber die haben wir halt schon in 2 Sterne, wodurch sie dann doch wieder besser ist als die. Und deswegen können wir die einfach verschrotten. Recyceln. Ah, die Magnum. Da könnte ich mal gucken, ob so eine Magnum nicht ein guter Ersatz für unsere Handpistole wäre. Die macht deutlich mehr Schaden, hat aber auch eine viel schlechtere Feuerrate. Ja, und es dauert dann wieder ewig, bis die nachgeladen ist bestimmt, ne? Ich rüste die mal schnell aus. Achso, jetzt habe ich auch keine Munition dafür. 44er. Ich meine, wenn man Resident Evil glaubt, dann ist das die ultimative Super-Alles-Vernichtungswaffe, die mit einem Schuss Bossgegner töten kann. Und wir haben auch echt nicht viel Munition dafür. Hä? Habe ich gerade... Ich dachte, ich habe gerade Punkt 44 Munition da rausgenommen. Aber vielleicht war es irgendeine andere. Was ist das? 9 Punkt... Hier, da. Bitte. Übertragen. So. Hä? Spinne ich? Ist das ein Bug? Muss ich die Waffe erst wechseln? Okay, ich muss die Munitionsart erst ändern irgendwie. Okay. Okay, geht. Da kann man zumindest gleich das ganze Trommelmagazin. Ach, wisst ihr was? Warum nicht? Ein bisschen mehr Wumps ist cool. Machen wir. Nehmen wir.
Ach so, warte, ein Fahrrad beschwören wir uns jetzt noch, weil ab jetzt werden die Laufwege, glaube ich, sehr viel weiter, so wie es aussieht, ne? Vorher hat sich alles hier abgespielt und jetzt müssen wir bis zur nächsten Hauptmission schon hier hoch. Das wird ein weiter Weg. Dann machen wir, glaube ich, viele Zwischenstopps in diesen kleinen Städtchen hier auf dem Weg und Häusern und so und Höfen, weil da finden wir vielleicht die ein oder andere, vor allem auch Respawn. Position. Dafür muss man sehr nah an den Gegner ran. Ja gut, aber das muss ich ja mit der anderen Pistole auch so. Die benutze ich ja auch eher für Nahkampf. Gut, okay. Die andere Pistole habe ich jetzt auch immer für die Spinnen benutzt. Für die Spinnenbots, die kleinen. Da nehme ich jetzt vielleicht doch lieber das Maschinengewehr in Zukunft. Der mit dem Fahrrad durch die Landschaftsfahrsimulator. Generation Zero. Fahrer mit dem Rad geradeaus oder Kurven. Fahr über geteerte Straßen und über leicht holprige Wiesen. Das ist Generation Zero. Der gemütlich mit dem Rad durch Schweden Fahrsimulator. Oh oh. Ich würde es kaufen. Könnte ein interessantes Spiel sein. Ist mal was anderes.